Schön, dass ihr wieder reinschaut bei uns. Wir haben heute mal wieder ein Kreativpack für euch, was man, ja, das kostet nicht viel Geld. Das ist nur eine Kleinigkeit, die Kinder schnell mal zwischendurch basteln können. Ich habe festgestellt bei meiner Arbeit mit Kindern, dass sie gerne auch mal Ketten und Armbänder basteln. Und egal, ob nur Junge oder Mädchen. Also bei mir fehlen die alle Perlen auf, ganz egal, was wir da immer basteln. Hier ist jetzt mal so ein kleines Schmuckset mit Frosch und mit Herzen. Frosch würde ich sagen für Jungs und dieses mit den Herzen für Mädchen. Aber es kommt immer anders, als man denkt. Wenn man diese Sets auf den Tisch packt, dann nehmen sich die Jungs die mit den Herzchen und die Mädchen die mit dem Frosch. Also ich musste so schmunzeln, aber eigentlich ist es völlig schnurz. Nehmt die Sache, die euren Kindern gefallen. Die können sich das ja selber aussuchen. Und diese Sets sind wirklich nicht teuer und gehen ganz einfach zu machen. Und Kinder mögen auch einfache Sachen zum Einsteigen. Wenn sie erstmal anfangen mit Perlen zu basteln, ist so ein Set immer eine gute Sache für Einsteiger. In so einem Set ist jetzt natürlich immer alles drin, was man braucht, um einmal eine Kette zu basteln und einmal ein Armband zu machen. Das ist dann immer auch alles gesondert hingelegt, damit die Kinder wissen, wie viel Perlen sie verbrauchen können. Also eigentlich braucht man ja immer nicht so viel. Und schaut euch doch mal diese süßen Frösche hier an. Die sind doch wohl ganz edel. Also wir machen damit jetzt erstmal eine Kette und ein Armband. Und da ist ja auch immer eine Anleitung mit dabei, wie man es machen soll oder könnte. Und wir fangen jetzt einfach mal an aufzufädeln. Jetzt immer abwechselnd blau und hell, also dunkelblau und hellblau, und dann kommen irgendwann die Frösche oder der Frosch zum Einsatz. Und jetzt ist erstmal auffädeln angesagt. Bei den Ketten oder bei dem Armband müsst ihr darauf achten, ab und zu rüttelt sich bei dem Gummi hier so ein bisschen von dem, das ist irgendwie so auf hier wickelt oder keine Ahnung, jedenfalls rödelt sich da immer mal so ein Stückchen auf, dann geht es nicht mehr durch die Perlen durch. Also müsst ihr das ein bisschen abschneiden und es ist wieder glatt. Also immer bloß ein kleines Stück, damit die Kette nicht zu kurz wird. Und manchmal gehen die Bänder nicht durch die Perlen durch. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Jetzt geht das gerade wieder. Aber dann nehmt ihr einfach so ein Stückchen Draht, packt euch das am besten gleich parat und dann schiebt ihr das Draht hier so ein bisschen durch, bisschen hin und her, und dann geht es auch wieder und dann kann man die Perlen auch auffädeln. Also das immer nur, weil das Holz ist. Manchmal ist es halt nicht richtig durchgebohrt oder ein bisschen Splitter, Farbe oder Splitter oder irgendwas, dass es nicht richtig durchgeht. Jetzt habe ich die Kette fertig und dann muss es nur noch verknotet werden, und da das Gummi ist, zieht sich die Kette dann auch. Also kann man das ruhig hier am Ende verknoten. Und für Kinder ist so eine Kette völlig ausreichend, also die Länge meine ich. Und dann ist das auch fest. Dann kann man die Enden abschneiden und dann haben die Kinder ihre Kette fertig. Das macht denen wahnsinnig Spaß, ihren Schmuck selber zu basteln, so wie es den Erwachsenen auch Spaß macht. Wir machen ja auch viele unseren Schmuck selber. Wir basteln Betonschmuck oder aus Gießharz oder was weiß ich. Und den Kindern macht es eben wahnsinnig Spaß, Perlen aufzufädeln. Ich habe euch dann jetzt die Machart gezeigt an dem Set mit dem Frosch. Und genauso wird auch das Set mit diesen Herzen gemacht. Also probiert das ruhig mal aus mit euren Kindern. Lasst die solche Schmuckteile selber basteln.